Sonntag haben wir uns auch noch gesehen. Da waren wir beide hier beim Dortmunder Stadtfest Dortbund auf der Bühne und haben auch zwei von euch noch getroffen im sogenannten Backstage-Bereich. Und dann gab es noch ein, pass auf, dann gab es noch ein Meet and Greet mit Michael da. Ja, meinem Namensvetter. Mit dem, das war schön, ja. Mit dem Michael Schulz. Michael Schulz trifft Michael Schulz. Also liebe Grüße an den Michael und liebe Grüße auch an den Porto-Affe. Ja, wobei das fand ich jetzt wieder echt überragend. Also er schreibt ja immer oder fast immer, ist ja ein begnadeter oder begeisterter Kommentator hier und hat auch sachkundige Kommentare schon abgegeben. Aber irgendwie, du weißt ja, wenn du so einen Namen, so einen Pseudonamen, der irgendwie liest, dann hast du assoziierst du ja irgendwas damit. Und Porto-Affe hört sich ja irgendwie so, denke ich, denkst du ja, ist ein komischer Typ oder so, ne? Aber dann hat uns der Porto-Affe kurz die Geschichte erzählt von seinem Namen, ne? Ich versuch's jetzt mal in kurzen Worten. Es geht um Borussia Dortmund. Sie waren auf dem Weg nach Porto. Stimmt. Und unterwegs haben sie irgendwie im Zug oder so irgendwie gehabt. Und dann hat dein Kumpel gesagt, hör mal, da ist der Affe wieder. Und dann hat daher gerade den Namen Porto-Affe gemacht. Also, dann, wenn du das wieder so hörst, ist es wieder witzig. Und er ist auch ein witziger Typ. Michael Schulz auch. Also, war sehr nett, die Unterhaltung. Ja, schade, dass nicht mehr da waren. Ich glaube, Manuel hatte sich entschuldigt, ne? Und wenn ich mich richtig erinnere, konnte leider nicht. Naja, egal. Aber jetzt seid ihr wieder da. Jetzt seid ihr ja wieder da und diskutiert mit uns eifrig über die Tiere.